Schritt in Richtung E-Sports. E-Sports boomt in Deutschland. Das hat nun auch der DFB erkannt und öffnet den Computerspielern ein Stück weit die Tür. Kritisch wird es allerdings bei Ego-Shootern. Der Deutsche Fußballbund, DFB, hat in der Diskussion um den E-Sports-Markt seine Leitlinie geändert. Nun hofft der Verband auf positive Nebeneffekte des Zockens, allerdings nur, wenn es dabei auch um Fußball geht. Zum E-Sport gehören an erster Stelle Killerspiele, Ego-Shooter und andere Spiele der Unterhaltungsindustrie, die mit den Werten des Sports und des Fußballs nichts zu tun haben, sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Deshalb, teilte der Weltmeisterverband am Freitag mit, werden nur die Spiele, die unter den Begriff ESOXE fallen, akzeptiert. Diese unterstützen wir einerseits als Freizeitaktivität und haben gleichzeitig aber die Hoffnung, dass die Kinder und Jugendlichen dadurch Lust bekommen, aktiv Fußball zu spielen, sagte Grindel. In der Bundesliga haben bereits mehrere Vereine eine eigene E-Sports-Abteilung, die deutschen FIFA-Profis spielen international erfolgreich. Im Vergleich zu anderen Genres haben Sportspiele auf PC, PlayStation und Xbox im E-Sports-Markt aber eine geringere Bedeutung. Weltweit dominieren Shooting-Games wie Counter-Strike oder Taktikspiele wie League of Legends, der Markt setzt enorm viel Geld um. Grindel kritisiert vor allem die vermeintlich gewaltverherrlichenden Spiele. Mit neuer Leitlinie öffnet sich der Klammerer für DFB zwar leicht für raute E-Sport mit Fußballgames, fabuliert aber sonst von gewaltverherrlichenden Killerspielen. Entsprechend zerknirscht reagiert der Klammerer für est-verband. t.co/werblink/big.twitter.com/werblink. Durch die sprachliche Verwirrung und die scheinbare enge Verbindung zum Sport wird das negative Image dieser Gewaltspiele überdeckt, sagte der 56-Jährige, es war uns wichtig, dies deutlich zu machen und gleichzeitig herauszustellen, dass wir gegen Spiel mit klarem Bezug zum Fußball nichts einzuwenden haben. Der E-Sportbund Deutschland, ESPT, begrüßt zwar den Vorstoß. Aber man muss auch klar sagen, eine Spaltung von E-Sport zu betreiben ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg, sagte ESPT-Präsident Hans Jagnau. Den längst vergessenen Begriff der Killerspiele aus der Mottenkiste der Geschichte zu holen, wird dem Stand der gesellschaftlichen Debatte um E-Sport nicht gerecht. Bedeutend wird die DFB-Richtung in den kommenden Wochen dennoch sein. Derzeit erarbeitet die vom Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB, gegründete Arbeitsgemeinschaft E-Sport eine Empfehlung, wie in Zukunft mit E-Sports umgegangen werden soll. Die Meinung des DFB wird dabei nicht ohne Einfluss sein. Ein Ergebnis wird bis Herbst erwartet. Zuvor hatte die Bundesregierung die Förderung und Anerkennung der jungen Sportart ohne die Absprache mit den Verbänden bereits im Koalitionsvertrag verankert. Ich glaube, dass nicht allen Politikern gänzlich bewusst ist, was man darunter versteht. Eine Förderung von Killerspielen durch den Koalitionsvertrag kann ja wohl nicht ernsthaft gewollt sein, sagte Grindel. Wir als DFB setzen dem deshalb bewusst den Begriff ESOXE entgegen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.